Ja. In Naschke habe ich einen Händler gefunden, bei dem ich Winterwolfpelze zu Geld machen kann. Ja, Baron Gaske hat mich über die Lage in der Mine informiert. Ich soll mich dorthin auf den Weg machen, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Die Mine liegt südöstlich der Ortschaft. Es ist nur ein kurzer Weg. Ja, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen erstmal zurück zur Visioner. Ja. Probleme in der Region. Gerüchte und Vorfälle. Baron Gaske, der Bürgermeister von Naschke, hat mich um Hilfe gebeten. Ich soll zu der Mine südöstlich von Naschke gehen und herausfinden, warum dort Bergarbeiter verschwinden. Irgendetwas soll vergiftet, außerdem das Erz, sodass daraus gefertigte Gegenstände leicht brechen. Wenn ich herausbekomme, was dort drüben vor sich geht, ist das vielleicht der erste Schritt, die Auswirkungen der Eisknappheit zu stoppen. Ja, jetzt holen wir uns aber erstmal Visioner wieder. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. So. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Räuber. Lasst sie uns ordnen. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also eine Tagesreise zum freundlichen Arm. Feinde haben ihnen aufgelauert. Wie ihr wünscht. Sie müssen sich verteidigen. Meine Klinge wird mich zurechtstutzen. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Mami, mir geht's gar nicht stutzen. Ja, so wie ihr wünscht. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, ihr hat keine Heilung. Wie kann ich helfen? Ich habe auch noch keine Heilung. Kann ich euch helfen? Gut. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Auf Haut ab! Das heißt, wir sacken die hier nochmal ein, gehen in den freundlichen Arm. So. Verkaufen da das Zeug. Ja, wenn niemand besser geeignet ist. Die Nacht bricht herein und die Natur schläft. Warum müssen wir dann immer noch umherstapfen? Gott, wenn du eine Nervensäge bist, Jahira. Krank der Einsicht. Schlaft nicht zu fest, Meister. Ja, wie ihr wünscht. So, der hat sich erholt. Und die Flüsse färben sich rot! Gut. Können wir jetzt weiter? Ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, wir verkaufen unser Zeug, rasten noch einmal und dann lassen wir am besten erstmal Xar und Montaron zurück. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor ihr Sie weiterziehen. Nur zu fragen. Ja, von dem übel gelaunten Ort, da halten wir uns immer noch erstmal fern. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Was habt ihr mir zu verkaufen, genau? Helm, Bastardschwert. Verkaufen die ganzen Rüstungsteile hier. Weg.
Gegner. Dann wollen wir einmal Händler schlafen. Ihr träumt nicht oft. Doch heute Nacht seht ihr die Traumbilder besonders klar. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und steht jetzt wieder vor den Mauern von Kerzenburg, eurer einstigen Heimat. Doch das Tor ist verschlossen und verriegelt. Über der Burgmauer seht ihr in eurem ehemaligen Zimmer eine Kerze brennen. Doch als die Flamme erlischt, wird auch das Fenster von den Mauern eurer einstigen Herberge verschluckt, so als ob sie sich gegen euch verschworen hätten. Der Klang einer euch wohlbekannten Stimme schreckt euch auf. Doch sie ist ruhig und zärtlich. Du kannst nicht zurück, mein Kind. Du musst deinen Weg fortsetzen. Vor euren Augen erscheint Gorion. Und obwohl sein Anblick eine beruhigende Wirkung auf euch haben sollte, scheint euer Ziehvater nur ein Schatten seiner selbst zu sein. In eurem Traum wie auch in Wirklichkeit ist Gorion tot. Der Geist eures Ziehvaters zeigt in die Dunkelheit des Waldes. So als ob dieser einladend auf euch wirken sollte. Vielleicht ist er das in gewisser Weise auch. Doch eine beschwerliche Reise steht euch bevor. Gerade als euch dies durch den Kopf geht, seht ihr aus dem Augenwinkel, wie ein ebener Weg deutlich Gestalt annimmt. Er scheint wie für euch gemacht zu sein und verspricht ein schnelles Entrinnen aus eurem bisherigen Leben. Ihr verspürt einen unwahrscheinlichen Drang, ihm zu folgen. Es könnte zu eurem Besten sein, doch es ist ein wenig zu einfach für euren Geschmack. Ihr möchtet nicht ewig über den erlittenen Verlust trauern, doch möchtet ihr ihn auch nicht ganz aus eurem Gedächtnis streichen. Gorion lächelt euch zu und verschwindet. Der Drang wird zu einem regelrechten Zwang. Ihr könnt ihm jedoch widerstehen und geht festen Schrittes in eure neue Richtung. Dieser Weg ist zwar weniger deutlich erkennbar, doch auch nicht weniger interessant. Als ihr euch auf den Weg macht, drängt ein bruchstückhaftes, dumpfes Flüstern an euer Ohr. Worte, die ihr nie zuvor gehört habt. Es wird euch eine Lehre sein. Ihr werft keinen Blick zurück. So, leichte Wunden halt. Wie kann ich helfen? Ja, dafür ist halt meine Reputation. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Die schlechten Sachen zu lernen. Also leichte Wunden verursachen in dem Fall wäre es gewesen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann reisen wir jetzt nach Peltvale und vom Peltvale reisen wir nach Berikos zurück und hören uns erstmal in der Stadt um. Weil wir haben einfach bei diesen Minen, also so wie wir ausgerüstet sind und mit unseren Gefährten irgendwie Bauchschmerzen, diese Minen zu betreten. Wie ihr wünscht. So, ich hoffe, meine Mission steht noch hier oben. Die Rüstung ist schon despawned. Ja, aber Mission steht noch hier. So, sie sollte sich wieder gefangen haben. Dann können wir mal mit ihr reden. Jael Kalles? Ich danke euch, dass ihr meinetwegen euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ich weiß, was ihr nun denkt. Ihr seht meine dunkle Haut und traut mir deswegen nicht. Ich bin eine Drow. Doch wurde ich von den Meinen ausgestoßen, so brauche ich nun Hilfe. Ich erhalte keine Macht mehr von den Spinngöttern, die ihr Oberflächenbewohner so fürchtet. Die Göttin Schar verleiht mir nun Weisheit und sie ist eine Göttin der Oberfläche. Wenn ihr mich in eure Gruppe aufnehmt, wäre ich euch sehr dankbar. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin sollte. Tut mir leid, wir können keine Drau verstecken. Wir beurteilen niemanden nach der Rasse. Wir werden euch aufnehmen. Es hat nichts mit Rasse oder Hautfarbe zu tun. Wir können einfach keine weitere Person brauchen, um die wir uns sorgen müssen. Tut uns leid. Nehmen wir mal das. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. So, dann müssen Xar und Montaron leider weg. Eure Stimme ist Ambrosia. Ihr wollt, dass ich gehe, aber wir haben so viel gemeinsam erlebt, so viele gute Zeiten. Das ist wirklich ein trauriger Tag. Lebt wohl, echt schade. Bla bla und der ganze Müll. Kommt mit Montaron.
Ihr seid mein Gegenstück und wir werden uns nicht trennen. Schar ist uns wohlgesonnen. Ja, die Gruppe hat... Der Ruf der Gruppe hat sich um 2 verschlechtert. Blöbe, Krach, Bang, Bum. Ja, wie ihr wünscht. Ja, Imoen ist damit wohl nicht ganz so zufrieden. So, gucken wir mal kurz. Und die tauschen wir mal nach da oben. Ja, du bist schon Stufe 2. Das ist schon mal praktisch. Hast dann entsprechend auch Das sieht ziemlich interessant aus. Also wir haben... Was haben wir hier drin? Befehl. Ja, Befehl können wir rausnehmen. Ich hätte gerne einen Segen stattdessen. Eine Rüstung des Glaubens wäre nicht schlecht eigentlich. So. Sie kann auch meine Rüstung haben. Dann nehme ich solange ihre. Eure Magierzauber wurden deaktiviert, nur weil ich Leder trage. Das ist... Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Jetzt los. So, und jetzt geht's nach Berikost erstmal zurück. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Worum geht es diesmal? Sie haben komische Kauz. Wie ihr wünscht. Okay. Ja, wie ihr wünscht. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Und da ist er hier gestorben. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Die Beine stehen wirklich jetzt noch darum, hm? Ihr habt mich lange genug gestört, jetzt lasst mich in Ruhe. Eure Anwesenheit ist die reinste Qual. Wie ihr wollt, vermutlich hätte ich mich irgendwann mit Hätte ich mich euer irgendwann mit einem Brüch erledigt, aber bisher wart ihr mir noch einigermaßen nützlich. Stört euch irgendetwas? Ja. Die beiden brauchen wir nicht mehr. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann werden wir uns als nächstes hier in Berikost umsehen. Also ich werde jetzt erst einmal den Außenbereich abgehen. Und ja, unser Ruf ist jetzt unbeliebt. Das heißt, wir müssen auch wirklich Sachen tun. Ihr braucht nur zu fragen, die unserem Ruf wieder etwas heben. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich gewillt bin, den Ork mit in die Truppe aufzunehmen. Also den Halborg Deckard mit in die Truppe aufzunehmen. Ich müsste echt mal mit ihm reden und gucken, wie er so tickt. Ich muss mich ausruhen. Ja, das werden wir auch, sobald wir hier die Örtlichkeiten erkundet haben.
Also hier wäre die rote Garbe. Hier ist Donnerhammers Schmiede.